Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Lecker. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Ja. Anfänger. Berg. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Tja, Oh, ist das Schirm. Da dein Schirm? Hey, Finger weg. Der ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay, wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Oh, yeah. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Wo kriegen wir jetzt einen Schuh her? Bist du immer noch hungrig? Oh, und wie? Hast du was zu essen für mich dabei? So gefällst du mir. Immer schön betteln. Ach, aber ich habe wirklich, wirklich Hunger. Übertreib's nicht. Verinnerliche erst einmal diese Lektion. Wie man einen Schuh isst, erkläre ich dir später. Na dann. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Achu, 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 achu. Und jetzt du. Achu, achu. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Er ist cool, beliebt und lässig, wer kickass erfahrungsmäßig. Deine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Eiberkäse? Wer kommt krass und ganz weit rum? Er ist bald auf Elysium. Rufus. Yeah, yeah. Rufus. Bam, bam. Hey, hey, hey. Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Penner. Ach, sehr schön. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, Freestyler. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein. Tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Aha. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen? Mal von unten nach oben. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegssoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Ja. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Oh je.
Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Das klingt interessant. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Verstehe, verstehe. Das heißt, wir müssen hier auf Port Aventura erstmal die Sachen einsammeln. Den Schirm, den Wassereimer, die Lottozahlen, den Baum. Und dann können wir wieder zurück und Goal vom Blitz treffen lassen. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber ach, du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Bekomme ich jetzt den Schirm? Hast du mir etwa was zu essen besorgt? Ach, ich sterbe fast vor Hunger. Noch nicht, aber ich nehme es dir fast ab. Ein bisschen mehr schlottern und weniger jammern, dann ist es perfekt. Okay. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Okay, man riecht sich, würde ich sagen. Na dann. Logo. Reden wir mal mit ihr. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, na ja. Wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Und was piept hier? Interessant. Hört ihr wahrscheinlich nicht, weil es so leise ist, dass es nicht kommt, dass ihr nicht hört. Sag mal. Irgendwas hier piept hier gerade bei mir im Raum. Okay. Okay, ja gut. Piepen gelöst. Es war eine Sprudelflasche. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme, naive Goal. Aha. Keine Spur von Donna Goal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Gut, ich will mal gerade was ausprobieren. Ich folge dir überall hin. Ich will die andere Goal zurück. Goal. Krawall Goal. Ja. Oh, na endlich! Hab ich was verpasst? Naja. Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bist nicht du. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Ja, ja, der Penner da. Thema beendet. Ja. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein weiterer armer Irrer. Ja, von denen gibt's ja eine Menge. Etwa 3 pro Kutter. Keine Spur von Donna Goal. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff.
Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool. Schade, dass wir mit den Leuten hier nicht reden können. Das ist für mich wirklich sehr tragisch. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vor allem mit ihm hier würde ich gerne mal reden. Tja, kann ich alles haben. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber wir nicht die Leute zahlen. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Aha. Ich will deine Bananen nicht. Ich will du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Schwieriges Quiz. Schwieriges Rätsel. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst? Und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Ja, irgendwie schon. Oh, ja, was ganz wichtig ist. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wieso nicht? Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Okay. Was für eine Katastrophe. Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Die müssen wohl Gold herholen. Und die eine Partnerberatung machen und ich dann hier eventuell nochmal die Lottozahlen. Das war's. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Allerdings. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Na los, nimm sie, greif zu. Nein. Muss widerstehen. Gut so, ergib dich deinem Schicksal. Rufus, der Kleine. Wie war das nochmal? Wer war das? Dieb.
Auf jeden Fall. Ich hätte sie auch liegen lassen können. Aber mit einer Banane in der Hand ist es viel leichter, dem Schicksal einen Streich zu spielen. Oder wahlweise unachtsamen Kanalarbeitern. Na, da verrät doch mal was.